die Lebensmittelfabrik. Jetzt kommt hier ganz viel Lindt-Schokolade und was weiß ich, Kinderschokolade und was gibt's denn noch? Nutella zum Beispiel oder Knoppers. Ganze Krempel wird jetzt hier hergestellt. Hey, herzlich willkommen, seid ihr wieder da? Das freut mich. Es ist Donnerstag, Folge 41 von Transport Fever 2. Und der Professor sitzt seit Stunden hier an diesem Spiel, ist ja gar nicht wahr, und wartet, dass hier der Mikado losfährt. Tut er aber nicht, macht er nix. Kein Problem. Die Minute sollte eigentlich längst rum sein, die ich da eingegeben hatte. Kann ja auch sein, dass ich schon wieder Schwachsinn gemacht habe und warte mal, wo ist es denn? Wo ist denn? Hallo, da ist er. Ja. Wartezeit eine Minute. Vollladen einer Fracht. Bretterchen. So, es soll heute um was anderes gehen. Also, habe ich euch schon angekündigt. Oh, da kommt noch was. Ach, es fehlen immer noch 10 Einheiten. Ich weiß nicht warum. Ich denke mal, es hat wirklich mit der Nachfrage zu tun. Ja, aber wie auch immer, wir lassen ihn einfach mal hier stehen. Wir können ja mal beobachten aus der Ferne, denn ich habe mit euch was vor. Erst einmal, also zwei Sachen haben wir vorgenommen. Eine Sache ist jetzt wahrscheinlich ruckzuck abgehandelt, die habe ich mich vorbereitet. Es geht um unsere Fährverbindung, die ja so ätzend ungut ist, sag ich mal. Ja, die Fähre Inglewood nach Santa Clarita. Also finanziell, um Gottes Willen, gell? Ihr wisst, was ich meine. Wir wollen mal ganz kurz in die Linienstatistik reinschauen, wo sich diese Linie befindet, denn... Ja, hier, die ist jetzt neu. Oh, hier habe ich noch welche umbenannt. Unbenannt, das geht ja gar nicht. Die Fähre hier ist, aber hier gehört zu den schlechtesten Linien. Wir haben so viele Linien hier, Leute. Guckt mal hier, so viele. Aber dennoch hier, Inglewood, Fähre, es gehört zu den letzten Top 10. Und ich glaube, es ist jetzt finanziell nicht so schlimm. Aber ich denke mal, das werden wir jetzt auf jeden Fall ändern. Ich habe was vorbereitet für euch. Ihr seht ja, hier geht ja noch mehr Wasser lang. Und warum sollten wir die Straße nicht nutzen und McKinney einfach mal mit anbinden an unsere Fährengeschichte? Dazu habe ich hier auch schon einen tollen Hafen hingeballert. Und ey, die haben alle Häuser abgerissen, aber hier hat jemand ein neues Häuschen gebaut. Mensch, das sieht ja richtig ätzend aus. Guckt euch das mal an. Manchmal sieht es halt ätzend aus. Aber immerhin, wenigstens direkt einfach mal hier. So, und der hat auch Verbindung hier. Überall hin. Also man kommt hier eigentlich überall hin. Ah, jetzt fährt er los. Hört ihr es, wie es klingelt? Er ist nicht voll geworden, der Zug. Ja, das ist ja der Mikado, der klingelt doch immer so, wenn er losfährt. Ah, jetzt will ich doch mal kurz gucken. Weil von da hinten kommt jetzt einer angerast. Ob der Vorfahrt kriegt? Der fährt 83 hier. Das ist ja den, den wir in der letzten Folge ersetzt haben. Einer von beiden muss jetzt anhalten, definitiv. Und es wird der andere sein. Unser Mikado wird weiterfahren. Ja, und jetzt haben wir schon das Problem, das nächste, gell? Das nächste Signal ist so weit weg. Müssten wir jetzt eigentlich mal ein Signal setzen. Schade, jetzt bleibt er natürlich da stehen. Denn wir haben ja hier die Abschnitte. Die Abschnitte. Okay. Ja, wir werden das... Ich muss mal ganz kurz was testen. Ganz kurz was prüfen. Bleibt mal gerade dran. Ach, ich habe vergessen, meinen Timer zu aktivieren. Wie schön. Ist alles in Ordnung. Ich musste gerade mal was prüfen, ob technisch alles funktioniert hier. So, jetzt fährt er gleich los. Seht ihr das? Sobald er die passiert hat. Ja, jetzt habe ich 4 Minuten zu spät meinen Timer aktiviert. Das ist natürlich sehr schade. Das macht die Sache nicht einfacher beim Schneiden. Aber der Professor hat es immer hingekriegt. Und er wird es auch wieder hinkriegen. Gut, wir lassen ihn einfach mal ziehen. Zurück zur Fähre. Jetzt haben wir schon wieder so viel Zeit verloren. Ja, das wird jetzt ganz einfach abgehandelt hier. Linie managen. Und nach Santa Clarita wirst du fahren nach
McKinney-Hafen. Und schon seht ihr, bevor er diese weite Strecke fährt, würde ich sagen, halten wir der Schiff einfach mal an. Da ist keiner an Bord hier, das müsst ihr euch mal vorstellen. So schade, wie das hier ist. So. Könnten wir uns das mal anpinnen? Denn ich denke mal, wenn wir den schon wieder, ja, wenn wir das Schiff einfach mal anhalten lassen, können wir hier prima. Ist ja sowieso keiner an Bord, also kommt es auch nicht drauf an. Ja. Also, mach mal Häuschen. Der Riggi ist immer noch das erste. Ey, guck mal, der läuft ja verkehrt rum, guck mal. Ja, klar, zum Anhalten. Ist ja geil, also die Details manchmal hier im Spiel ist schon beeindruckend. Wirklich. Wir wollten was Neues bauen heute. Das habe ich euch versprochen, das machen wir auch. Wir werden heute auch nicht fertig werden. Und zwar geht es hier um die Brotversorgung. Ja. Dazu müssten wir jetzt erstmal eine Straße bauen. Das hätte ich eigentlich ganz gern schon vorher gemacht gehabt, aber irgendwie habe ich es verpennt, gell? Irgendwie hat der Professor nicht aufgepasst. Na, das ist einfach verpennt. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Wir werden erstmal die Straßen aktualisieren hier. Bis zu den ganzen Orten. Bis dahin. Wo wir es brauchen. Meine Güte, können wir auch hier. Da. Und hier kann auch mal schneller gefahren werden. Warum zeigt er? Zeigt anders, würde er die Häuser abreißen wollen. Das will ich aber nicht. Das sah jetzt so aus. Und normalerweise zeigt er das ja auch schriftlich an, wenn er da etwas abreißen will. So. Ach, wir haben hier lange nicht mehr in Vallejo geguckt, wie es hier so aussieht. Ich hoffe gut. Ja, denn... Ach, wisst ihr was? Es ist ja auch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen Minus macht. Auf manchen Linien. Seht euch mal an, hier unser Konto, das läuft ja über. Zunächst einmal, wie gesagt, wir brauchen jetzt eine Straße darüber. Und das machen wir jetzt hier einfach mal. Und Tunnelchen. Ja, das sieht doch nett aus. Diese Straße fährt 60 km/h. Das ist richtig. Das wollen wir so. Mal von der Kreuzung ausgehen. Na. So ist das schön. Ja. Eine Brücke? Nee, keine Brücke, gell? So, guck mal hier. Straße schon fertig gebaut. Fix und fertig. Jetzt werden wir mal 10.000 Linien anlegen. Wie sieht's jetzt hier aus? Da wollen welche nach McKinney fahren tatsächlich. Ja, wir lassen die Fähre einfach mal losfahren, denn vom Stillstand da... Ja, wir gucken später wieder da rein. Oder nächste Woche oder was weiß ich wann. Einmal neue Linie. Und zwar... Wir fahren... Warum zeigt er... Ach so, ja. Genau. Brauchen ja erstmal hier ein paar... Gebäude. LKW-Station. Die Frage ist jetzt... Wir werden ja hier auch wieder schön das Kreisverkehrsprinzip, wollte ich sagen, Prinzip anwenden. Ja, ich habe neulich mal umgestellt hier. Wir können das Terminal auch mal ein bisschen länger machen. So. So ist gut. Das sieht irgendwie auch viel besser aus. Ein Terminal, da gibt immer zwei vor, weil meistens braucht man halt auch zwei, gell? Haben wir denn hier eigentlich schon... So was haben wir hier noch gar nicht, gell? Nee, in Hemden. In Hemden, oh, das ist ganz schön gewachsen, du. Und Brot, also Gewerbe, Krempel gibt's da hinten. Da sehe ich schon wieder so ein bisschen eng. Das sieht so ein bisschen eng aus. Guck mal, vielleicht... Ja, und hier ist das Wohngebiet. Müssen wir schon wieder eine Umgehungsstraße bauen. Also mir ist das eigentlich auch lieber. Jetzt hier... Wir halten das Spiel kurz an. Wir müssen leider hier... Wie viel brauchen wir denn hier? Anliefern von Brot einfach nur. Eigentlich auch nur eine, oder? Ich denke mal, eine sollte reichen. Ja, wir machen trotzdem zwei draus, weil... Zwei Plattformen.
Alter, guck mal hier, was das Geld kostet. Shit. Ja, das hätte man schon vorher machen sollen, aber das hat leider... Ich meine, man denkt, man kann hier in diesem Spiel auch nicht an alles denken. 7 Gebäude will der entfernen? Ach du Schande, ey. Da wird man ja arm hier. Oder auf die andere Seite vielleicht? Ich weiß nicht, ich habe gerade das Gefühl, als hätten wir hier... Ach, ist ja noch mehr Gebäude. Ich habe gerade das Gefühl, als hätten wir hier was vergessen gehabt. Also, dass wir schon sowas gebaut hätten. Das ist gerade der Gedanke, der mich hier so ein bisschen... Ja, dann müssen wir es halt so machen, oder? Ich kann leider die Höhe hier auch nicht festlegen. Okay, wird so gemacht. So, jetzt brauchen wir noch viel mehr von diesen Dingern. Und zwar hier direkt am... Ja, jetzt würde ich... Was ist denn jetzt los? Upsi! Direkt an der Lebensmittelfabrik. Entweder hier. Da ist die Verbindung schlechter. Egal, dann müssen sie halt da reinfahren. Dann bremsen sie wenigstens nicht die vorbeifahrenden ÖPFV-Fahrzeuge. Können wir so machen, oder? Wie viel werden denn hier ankommen? Das werden 3 sein, gell? Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen wieder hier. Machen wir das mal so. Manchmal baut der Professor ja auch Sachen, die kein Mensch braucht. Okay, jetzt haben wir hier. Denn ich möchte hier das auch ein bisschen größer machen, alles. Weil größer ist meistens cooler, das wisst ihr ja. So, warte mal, ja, hier ist ja auch wieder auf der anderen Seite, gell, das ist wieder klasse. Ja, gut. Wir wollen natürlich auch ein bisschen in die Stadt rein, weil hier gibt es ja auch wieder hier dieses andere, was ist denn das? Jetzt habe ich gerade vergessen, was das ist. Wir gucken uns das gleich an. Wenn jetzt hier mehr in die Stadt reingeht, können wir das Terminal auch auf normale Größe nehmen. Riesengroßes Terminal hier. Braucht nicht sein. Dieses ganze Durcheinander hier auf dem Bild. Da werde ich rappelig. Warte mal. Ich glaube so. Geht das denn so? Kommt da überall an? Ja, eigentlich nur das eine leider. Nur Brote, also Lebensmittel. Lebensmittel. Madison ist auch ganz schön gewachsen, oder? 3 Gebäude. Gebäude, das reicht dann, oder? Weil das kostet ja unglaublich viel Geld, nur um diese Station hier hinzubauen. Ich glaube, jetzt haben wir alle, oder? Ja, ich wollte das hier auch noch anbinden. Das kann man später machen. Erstmal hier die eine starten lassen. Und ich würde sagen, machen wir die Linie. Die erste, die wichtigste. Von hier nach da. Nach dort. Und zwar Getreide. Einfach gelb. So. Nebengleis. Hört sich so toll an. Vollladen einer Fracht. Wartezeit 1 Minute. Ja, es ist immer so ein Problem, gell? Das funktioniert dann, so wie es soll. Entladen gar nichts. So. In Hemden Süd. Gehen wir auf Hemden Süd. Vollladen. Laden soll er hier nur Brot, also Lebensmittel. Und entladen soll er... Getreide gänzlich. In Hemden Haltepunkt, ja, alles umbenennen, wird er alles entladen. Alles entladen. So, diese Linie. Getreide. Brot. Ja, Hemden, nennen wir es einfach Hampton. So, Linie ist drin. Und wir schicken sofort... Ach, wir haben ja die Zeit angehalten. Ne? Wir schicken direkt Fahrzeuge drauf, denn das dauert sonst alles zu lange. Der Professor ist sehr ungeduldig. Ihr wahrscheinlich auch.
verkaufen hier gerade mal 20 LKWs. Ich habe keinen Bock, als hier LKWs kaufen zu müssen. 2, 3, 4, 5. Schicken wir auf Getreide, Brot, Hemden. Das dauert jetzt natürlich eine Ewigkeit, bis diese irgendwo ankommen. Aber... aber ist kein Problem. Die nächste Linie werden wir auch gleich einrichten. Denn, ach so, haben wir hier überhaupt schon eine Haltestelle? Nein. In Vallejo wollen wir ja auch Brot haben. Das ist doch ganz klar. Brot ist hier drüben. Also Industrie wieder hier drüben. Ah, wir haben was vergessen. Wo fahren die denn jetzt lang? Jetzt fahren die hier drüben lang, ja. Das wollen wir natürlich unbedingt verhindern. Also sie kommen ja mit den Broten von hier, fahren hier auf die Station und dann sollen sie ja hier wieder wegfahren. Und ich sehe einfach, dass effektiver, wenn diese Straße nicht befahren wird, wo sie jetzt fahren. Wir werden hier eine neue Straße bauen. Zwar, nein, kein Tramgleis. Ja, genau. Super. Ah, ich dachte halt, es sieht schön aus, wenn man da so parallel geht. Aber irgendwie sieht das gar nicht so schön aus. Hallo, was ist denn das hier? Warum ist das alles so merkwürdig? Nehmen wir einfach die Kreuzung als Startpunkt. Und gehen hier einfach mal lang. Ja, genau, so richtig merkwürdig. Das soll so ein bisschen neben den Gleisen lang gehen, habe ich gedacht. Ich glaube, das Spiel mag heute nicht. Ja, geht schon, machen wir das halt so. Okay. Ah, ist doch gut. Nee. Ist es nicht. Das sieht komisch aus. Der Professor möchte das alles schön ordentlich haben. Also in diesem Fall muss es einfach ein bisschen besser aussehen. Ja, guck mal, hier sieht es viel besser aus. Sind die schon da? Oh, die sind ja schon fast da. Warte mal. Ah, die Linie wurde schon geändert. Seht ihr das? 1, 2, 3, 4, 5. Auf die Linie. Ja, es ist halt so eine Sache. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn alle Fahrzeuge auf einmal losfahren, ist das doof. Jetzt haben wir hier 40 drin. Das sind 35. Die werden alle voll und fahren auch schon direkt los. Die Linie ist tatsächlich geändert. Das finde ich gut. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir eine neue Linie. Und zwar nach... ja, und hier geht es auch wieder mitten durch Vallejo, gell? Habe ich recht oder stimmt's? Es stimmt. Ach, Mann. Aber wisst ihr was, wir lassen das hier so. Wir werden hier kein Geschiss machen. Eine Umgehungsstraße um so ein Dorf rum oder was hier? Da kennt ihr den Professor aber schlecht. So, hier brauchen wir nur... na komm, wir machen auch zwei hier. Wir wollen ja eine Verbindung haben zu allen. Zu allen. Ja, wir müssen auch wieder hier mit in die Stadt irgendwie so ein bisschen reingehen. Ich meine, die bauen ihre Sachen ja neu, aber hier jetzt das Brot alles wegballern, ist dann auch ein bisschen doof. Ich glaube, wir gehen hier auf diese Seite. Ich glaube, das könnte sehr gut werden, wenn wir das hier jetzt hinklatschen. Super. Der Professor haut wieder jede Menge Geld raus. Nur um... na, ich will kein Tramgleis da drin. Dass man das hier immer aufgezwungen kriegt, dass hier ein Tramgleis entstehen muss. Sechs Gebäude niederreißen. Ja, sorry, Leute. Machen wir das so, ja. Gut, und jetzt werden wir Vallejo auch gleich anbinden. Aber zuvor. Bitte einmal alle restlichen 10 auf die Schiene, auf die Strecke schicken. So, und jetzt eine neue Linie. Ich muss die mal alle benennen. Es gibt jetzt schon 5 Linien, die keinen Namen haben. Normalerweise soll das so nicht sein. So, in Hemden Süd, Vollladen einer Fracht, wie immer. Eine Minute Wartezeit. Brote. So, in Vallejo. Nichts laden, alles entladen. Fertig. Eigentlich geht es ja sehr einfach, gell, dass man hier sagt,
schon Fahrzeuge hinschicken, oder? Gut, Brote. Also eigentlich ist das ja sehr einfach einzustellen, wenn man sagt, hier lade hier das und entlade da das. Es dauert halt einen Moment. So, 5 Fahrzeuge erstmal. Schicken auf die neue, auf die Nummer 5. Und jetzt werden wir die 6. Linie noch einrichten und dann ist die Sache schon geritzt. Und wir haben sogar hier in Hemden tatsächlich das Wohngebiet außen vor gelassen. Und das finde ich ziemlich gut. Einmal neue Linie. Einmal neue Linie von Hampton Süd nach, wo ist es denn? Da haben wir es eingerichtet. Ach, wir wollten ja noch gucken, was das hier ist. Farbe. Gut. Ja, was ist das, gell? Das ist Treibstoff. Ja, mit sowas haben wir uns auch noch nicht beschäftigt. Aber ich werde schon irgendwann einen Weg finden, die ganzen, also alles mal irgendwie zu einem Flughafen zu bringen. Dass wir mal einen Flughafen haben. So, jetzt müssen wir da nur noch Fahrzeuge drauf schicken. Hier bräuchten wir wahrscheinlich doppelt so viele gleich. Machen wir 10. Die 10 fahren alle nach Linie 6. Ja, und da kommen schon die ersten Getreidesachen an hier. Da kommen sie gerade an und das Werk läuft an. Die Lebensmittelfabrik. Jetzt kommt hier ganz viel Lindschokolade und was weiß ich. Kinderschokolade und was gibt's denn noch? Nutella zum Beispiel oder Knoppers. Ganze Krempel wird jetzt hier hergestellt. Ja, Lebensmittelfabrik. Da läuft sie an. So, und die ersten Brote sind schon da. Sollen geliefert werden. Moment, Linie, Linie. Sollen geliefert werden nach. Oh nein, ich sehe schon. Es wird wieder traumhaft werden. Ja. Nach Madison. Den ganzen Mist werde ich später umbenennen. Und ich hoffe, dass das funktionieren wird. Hat der schon was geladen? Nein. Jetzt geht's nämlich schon wieder los. Tja. Ich würde sagen, die hier. Hallo. Diese Fahrzeuge dürfen hier nicht warten. Das macht hier keinen Sinn, glaube ich. Weil, wenn die blockiert werden, ich würde sagen, hier haben wir eine Linie, die ist. Ist die 5. Die werden wir auf ein anderes Terminal schicken. Das 4. Dann tut es das alles so ein bisschen. Ah, oder wir schicken. Warte mal. Da tun wir uns die Terminals mal schön sortieren. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, auf das. Die gehen wieder auf das. Gehen auf das zweite. Und die gehen auf das. Ja, auf das 4. Dann könnten die tatsächlich hier auch eine längere Schlange bilden. Das ist doof, die müssten so rumfahren vielleicht. Nee. Wenn man das jetzt ein bisschen größer macht. Passagier. Die Plattform vergrößern. Machen wir es einfach mal so. Vielleicht hilft das ja. Also ich meine, ich weiß ja, obwohl das Spiel schon so alt ist, kann man schon fast sagen. Okay. Trotzdem, ich meine, ja, der Stau wird wahrscheinlich nicht. Es wird nicht besser werden. Gut, lassen wir die Zeit laufen. Lass die erstmal da rausfahren. Und wer kommt hier? Linie 5. Ja, jetzt gibt es mittlerweile überall Brot schon. Die Nachfrage ist ja groß. Gut, dann macht mal. Macht mal, macht mal. Oh, wir müssen nach der Fähre nochmal gucken. Wir müssen unbedingt nach der Fähre gucken. Wir sind schon wieder bei über 20 Minuten, aber wo ist die Fähre? Ist die Rigi denn schon angekommen? Ja, das ist mal ein Zufall, oder? Sie kommt gerade das zweite Mal schon hier an, will ich vermuten. Denn es sind keine Fahrgäste an Bord. Denn eben haben welche gewartet. Oder sind die einfach wieder abgehauen. Oder sind vielleicht den Fluss entlang geschwommen, um dahin zu kommen.
Kann natürlich auch sein. Oh, da warten 16. Plötzlich wollen 16 nach Santa Clarita. Wollt ihr mich verarschen? Hallo, da ist auch noch ein anderer Ort, wo es hingeht. Ah, okay. Okay, macht ihr mal schön, gell? Und ihr da draußen auch. Lasst euch einen Daumen hoch da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und demnächst gucken wir uns hier auch noch ein paar andere Sachen an. Vielleicht endet ja hier auch dieses Chaos mal. Ich weiß nicht, warum das alles so komisch ist. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ihr seht ja auch alles, was hier passiert, wenn ihr immer zuschaut. Nur das Komische ist, da richtet man eine extra Linie ein und dann wird die nicht benutzt. Oh, stimmt ja gar nicht. Diesen Zug werde ich gleich noch verlängern. Und wenn ihr wieder da seid, dann gucken wir uns das alles nochmal genau an. Ich weiß noch gar nicht, was wir am Samstag machen. Also, alles klar, das war's. Macht's gut, bis bald.